Oi, da was geht ab, Leute? Timo hier. Was geht ab, Jungs? Und wir haben hier Chong, der endlich mal wieder Satella Deckprofil zeigt. Jeden Tag, ich frag dir danach. Satella Update. Aber er hat Satella eigentlich aufgegeben, aber. Ja, eigentlich schon, aber ich habe mir hier mal eine Variante wieder gebaut, die für euch, die vielleicht für euch interessant ist. Fangen wir gleich mal an. Wie immer, bei Alter Years. 3 D-Naps, 3 Onukais, Standard, aber ich spiele jetzt leider nur noch ein Mega, weil man sie jetzt nicht mehr so braucht. Ich zeige auch gleich warum. Weil ich sie jetzt mit den Artefakten spiele, mit 2 Sensen. Die kommen sehr gut gegen die Pendel-Decks, weil sie da nicht vom Extra-Deck beschworen können. Dann ein Moral-Tag, weil er einfach so zerstören kann. Und ein Begeltag, damit die hier nicht tot kommen, wenn sie verdeckt liegen. Das sind 4 Artefakte. Dann spiele ich einen Twin Twister. Auch sehr gut eigentlich, dass man die, wenn man die hier auf der Hand hat, dass man die auch abwerfen kann und dann mit Call wiederbeleben kann. Das ist echt gut. Ansonsten halt, wir wollen den im Grave gleich werfen und dann gleich Atiyao spielen, wie auch immer. Das ist echt gut. Dann ein Foolish. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, warum ich Foolish spiele. Weil Rota ist also auf 1 gegangen und weil ich auch noch mit den Artefakten, ist es leicht eigentlich wie Twin Twister. Ich kann hier die Artefakte in den Grave legen oder auch gleich hier mit DNF und Alte hier so starten, wie ich möchte. Deswegen spiele ich eine Foolish. Dann eine Rota ganz normal. Standard. Und dreimal Skybridge, damit ich auch gleich in First Turn auf Trivia gehen kann. Auf die beste Karte halt im Deck. First Turn Trivia. Das ist der Trivia. Wenn er Foolish hat. Oder Twin Twister kann. Auch, also könnt auch mit, komm, habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf, aber kann man auf jeden Fall mit erst First dann auf den Trivia gleich gehen. Dann Fight spiele ich einen Emptiness. Eine BTH für Rafflesia. Und dreimal hier Nova. Dann spiele ich natürlich dreimal die neue Notice. Auch echt spielstarke Karte halt, dann noch mit einer Warning, damit Taylor noch mehr Soul Limbs hat. Dann gegen die Pendel Decks natürlich die 3 Dufte. Dann auch für die Artefakte 3 Sanctums, auch sehr gut gegen die Magicians, wenn die dran schießen oder so. Dann kann ich auch mal einchainen, dann schießen wir beide Karten. Passt, ansonsten spiele ich 3 Calls und auch gleich 3 Oasen, weil auch mit Foolish und Unukai und Skybridge und alles andere könnt ihr auch gleich alles wieder durchstarten und die gleichen Kombos gleich machen. Das war's wieder am Main Deck. Extra Deck könnt ihr spielen wie ihr wollt, alle 4er Exceeds reinsplashen. Wichtigste ist halt natürlich, dass ihr dreimal Trivia spielt. Das ist halt die bestes Exceed-Monster in Satella, das es überhaupt gibt. Dann natürlich ein Deltaros zum Schießen einfach. Und dann halt ganz normal Ptolemaeus. Auch um Infinity rauszubekommen und halt Diamond. Ansonsten, wenn ihr wollt, Nova ist halt noch ganz wichtig und Infinity sind die wichtigsten. Und der hier vielleicht ein Dueller. Ja, vor allem jetzt gegen Merme wieder. Genau. Und Cowboy ist halt immer spielstark eigentlich, war immer gut. Und der Rest könnt ihr eigentlich spielen, wie ihr wollt. Also den hier, weiß ich nicht, ob ihr noch den spielen wollt. Könnt ihr spielen, aber ich brauche ihn zum Beispiel jetzt nicht mehr. Habe ich jetzt nur als Video gezeigt, weil ich bin jetzt nicht mehr auf die Turbo-Variante. Ein paar 5er wegen den Artefakten. Genau, weil ich nicht mehr auf die Turbo-Variante spiele, deswegen spiele ich den eigentlich nicht mehr. Ansonsten könnt ihr noch alles reinsplashen, wie ihr wollt. Auf jeden Fall, eventuell empfehle ich euch noch ein Pleiades, weil ihr auch 5er noch im Deck habt, also die Artefakte. Ansonsten, ja. Wie findest du Satella momentan? Kannst du noch mithalten? Ja, es ist sehr... Es ist okay, also PP macht am meisten, macht er einfach zu viel Plus. Das kann man ausgleichen, wenn man Duft und so hat, aber ansonsten sehe ich eigentlich fast schwarz für Satella. Gegen Cosmo? Gegen Cosmo ist es okay. Da kann man schon gewinnen. Gegen Mermel, denkst du? Da habe ich noch nie dagegen gespielt, aber ich denke auch, dass es geht, weil wir haben ja Call, wir haben alles, was hier, Solem, alles. Es geht schon.
Da habe ich keine Angst. Also ich habe eigentlich nur Angst vor Pepe. Weil die so viel Plus gleich im ersten Zug machen und dann halt uns einfach Boys bleiben. Was würdest du deinen Satella-Fans raten? Spielst trotzdem weiter, Satella. Bleibst dran. Gibst die Hoffnung nicht auf. Satella ist immer noch gut. So wie Chong. So wie ich. Ich gebe die Hoffnung nie auf. Ich hoffe immer noch, dass Support kommt. Er spielt auch bei der Liga, allein in der Liga, eigentlich genau. Satella. Falls er mal Liga, endlich wenn ihr mal zuschauen wollt, ich spiele immer noch Satella dort. Falls endlich mal ein Duell stattfindet. Auch fast das gleiche Deck, wie ich das gerade hier gebaut habe. Ansonsten viel Spaß damit. Wenn euch unser Video gefallen hat, checkt uns noch unsere anderen Videos ab. Ansonsten liken und subscriben unten. Kommentiert alles, wenn ihr wollt. Checkt unsere anderen Sponsoren noch ab. Unsere Facebook-Seite wird auch immer neu aufgefrischt. Ansonsten leidet es nicht.